Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Freut mich persönlich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht's mal wieder auf Quappe. Ihr wisst, die letzten Male lief es überhaupt nicht gut, also man möchte fast sagen katastrophal. Dreimal hintereinander abgeschneidert und das wollen wir heute nochmal in Angriff nehmen. Ich greife heute auch nicht alleine an, sondern das Fishing Team Highlight Team ist wieder vollzählig. Heute schaffen Flo und ich es endlich mal wieder zu zweit ans Wasser. Flo ist natürlich auch echt heiß auf seine erste Quappe. Und ja, wir hatten heute Morgen noch einen Banktermin, den restlichen Nachmittag hatten wir beide frei. Und jetzt sind wir mal wirklich spontan ans Wasser gefahren. Flo hat Köderfische mit. Oh Leute, da muss ich mal kurz hinschalten hier, das gibt's doch gar nicht. Ich muss mal kurz die Anmodi unterbrechen. Oh, schöne Tiere, ne? Da musste ich mal kurz unterbrechen. Also den sieht man auch nicht mehr so häufig, finde ich richtig cool. Schöne Tiere. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich wollte noch sagen, dass der Sheriff jetzt drei Köfis gleich noch mitbringt. Ich habe die Würmer hinten im Kofferraum und heute wollen wir mal verstärkt mit Fetzen und Wurm gleichzeitig angreifen. Ach, aber endlich mal wieder zu zweit angeln. Richtig cool. Auch wenn ich jetzt wieder auf ihn warten muss. Denn Flo hat was Wichtiges vergessen. Gerne. Ja, ich fahre jetzt in 3 Minuten los, muss aber nochmal schnell nach Bodmar. Ich habe meine Kopflampe vergessen. Ohne Kopflampe wäre scheiße. Aber er zeigt Einsicht. Katastrophe, du. Ich war einfach zu lange nicht mehr angeln. Ja. Ich merke das schon, völlig nicht mehr organisiert. Ja, ist. Ja. Ja, ich wollte es nicht sagen. Also, ich freue mich, dass wir zu zweit heute loskommen. Also werde ich so hardcore lächeln und strahlen, dass du gar keine Lampe heute brauchst. Also komm ran, Ausnahme Vollmond. Bis gleich. So nämlich. Hier kommt die Einheit, man kennt sie meilenweit. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Ich hab gehört, wir wollen die Quappen ärgern heute. Die Bedingungen sind ja, naja, schauen wir mal. Ey, du bist so ein Pessimist, geht einmal im Jahr angeln und will schon gar nicht aus dem Auto steigen. 10 Grad plus, aber die Quappen beißen. Heute, ja, ja, heute das wird schon. Na komm, setz hinter mir. Mach ich, auf geht's. So, Jacke an, aber so kalt ist heute gar nicht, ne? 10 Grad, sagt das Autothermometer, eigentlich ja. Wenn er Minus vor wäre, wäre es besser für Quappen. Aber mal gucken. Wir gucken uns erstmal einen Platz an jetzt und entscheiden, wo wir heute Abend hinsitzen oder heute Abend und Nachmittag uns hinsetzen wollen. Und dann holen wir die Klamotten. Ne? So der Plan? So der Plan, lieber Flo. Jetzt gehen wir erstmal gucken. Erstmal an dieser Schreckschraube da hinten vorbei, die gerade so unfreundlich war. Nee, es war er, ne? Sie war freundlich, ne? Ich nehme alles zurück. Also er. Also sie, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Er war die Schreckschraube. Guten Tag, ich wollte mal hier durch. Ja, Alter, 2 Meter Platz links und rechts. Zu, kommst auch mit deinem Drahtesel vorbei. Naja, so eine Leute hat man immer. Flo, komm, wir gehen an die Botzen vorbei jetzt. Oder an denen vorbei. Vielleicht hast du ja auch noch mal ein schmaleres Rad zu verkaufen. Ja. Boah, bei uns gibt es ja nur elektrische. Der sieht jetzt nicht so aus, als wenn er unbedingt elektrisch fahren möchte. Der alte Sportler. Der ist schon so unter Strom. Ne? Ja, der ist schon so unter Strom, aber richtig gewaltig unter Strom. Nee, komm, wir gehen mal gucken, ob wir da mal eine schöne Stelle finden. Auf geht's. Also ich sag mal so, da unten, dazwischen und den Rest nach links wäre auch eine Idee, ne? Also hier haben wir schon mal einen Einlauf, ne? Hier haben wir einen Einlauf, aber da hinten ist ja noch ein Einlauf oder ein Zulauf oder wie auch immer. Also hier geht es ja zum Wehr und da ist die Schleuse. Müssen wir uns vielleicht auch noch mal angucken. Aber wenn wir Durst haben, ne? Weiß gleich Bescheid. Mit Puppe. Ja, sehr gut. Also wenn wir uns links neben den Baum setzen, können wir zumindest noch 2 Routen hier in diesen kleinen Mini-Einlauf schmeißen. Und dort ist ja auch noch mal gute Struktur. Ja, wo soll man sich hinsetzen? Man weiß es nicht, ne? Los. Aber eigentlich beißen sie überall, wenn sie Bock haben, ne? Das sehe ich auch so. Aber hier kommt man schon mal runter, das ist schon mal gut. Ja, hier sieht man es jetzt ganz gut. Von rechts kommen die Aller, da ist das Wehr, schön mit Strom. Und dort ist die Schleuse, das geht jetzt hier einmal mit rein. Und dort sieht man richtig, wie sich wieder Kaffeebrühe auf klares Wasser trifft. Und dort kann man auch eigentlich mal eine reinschmeißen, ne? Und hier vorne haben wir eine Steinpackung. Wir können rechts noch den Kamini-Einlauf mitnehmen. Also eigentlich optimal. Ich weiß, wir waren mit Team Benny Angelt schon mal hier, da lief es nicht so gut. Aber das war auch einfach eine richtig bekloppte Zeit. Also da lief es wirklich katastrophal schlecht. Also ich habe ein gutes Gefühl, Flo. Ja, du hast es ja schon gesagt, wir haben hier ja schon mal geangelt. Und zwar, ich glaube, ein Jahr ist das jetzt ungefähr her, ne? Waren wir ja schon mal hier. Und einer hattest du damals gefangen, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Also man braucht jetzt hier nicht erwarten, dass man hier 10 Quappen in einem Arm fängt. Aber letztes Jahr war es halt so katastrophal, dass nach 3 Mal los eine wirklich schon ein Highlight war. Und das ist auch nicht normal. Also normalerweise zur heißen Zeit, so wie jetzt,
da sind sie eigentlich aktiv und beißen auch. Und ja, da hoffen wir heute einfach drauf, dass dieses Jahr ein besseres Jahr wird. Und ich würde sagen, Dome, die Stelle haben wir gefunden, holen wir unsere Klamotten. Na Dome, frisch aus der Reinigung. Also, in die Reinigung muss das Ding mal wieder. Auf jeden Fall hält es warm, auch wenn wir es heute nicht brauchen bei 10 Grad. Aber man weiß ja nie, ne? Kennt ihr diese Würstchen, wenn man die zu lange kocht im heißen Wasser, wenn die so aufplatzen? Genauso fühle ich mich jetzt. Letztes Jahr hast du dir aber das Leben gerettet, wo du da halt versunken bist. Das war cool. Das war echt cool. Schade, dass wir das nicht auf Kamera haben. Wobei, es war echt, war eigentlich echt bitter. Es waren Minusgrade, glaube ich. Und ich steckte bis zum Gürtel, ne? Steckte ich im Schlamm. Bis zum Großwasergefühl. Muss man nicht haben, Leute, muss man nicht haben. Da ist er wieder, der Fallschirmspringer. Ich warte nur noch aufs grüne Licht. So, Dominik, wie bestellt, war ich noch mal kurz fiedern und hab mal ganz kleine Rotaugen mitgebracht. Da könnten wir auch schöne Bratplätzchen draus machen, aber die Quappen haben auch Hunger, ne? Die haben auch Hunger, genau. Und so wie die riechen, mache ich da keine Plätze mehr draus. Bratplätze mehr drauf. Aber falls der kleine Hunger noch mal kommt, hast du echt in der Hand genommen? Für mich ist es ein Glücksbringer. Ein Glücksbringer? Für mich ist das ein Glücksbringer. Oder ein Quappenknüppel. Also ich sag dir, wie es ist. Jetzt habe ich sie berührt und heute fange ich 2 Stück. Gut. Ihr habt es gehört. Dein Wort in Gottes Ohr? Ja, auf alle Fälle. So. Ich habe da so ein schönes Accessoire gesehen bei dir. Ein schönes Accessoire? Ja. Du meinst mein Glückspenny? Dein Glückspenny. Wolltest du uns mal zeigen? Zeige ich das den Zuschauern auch gerne nochmal. Oh, warm so ein Thermoanzug bei 10 Grad. Hier, schaut mal hier. Das ist der Reißverschluss kaputt gewesen. Das weiß ich gar nicht, was das ist. 25 Kronen müssten das sein. Danskmark. Ja, muss ich zu helfen wissen. Alter Vollstecker. Ja, ich weiß gar nicht, was es umgerechnet wären. Ich glaube 10 Kronen. Also jetzt ist der Zeitpunkt angelangt, wo wir uns nur blamieren können. Ja, ich glaube auch. Google ist euer Freund. Genau. Lass uns lieber Quappen angeln. Das können wir besser, ne? Alles klar. Na, abwarten. Ja, Dome und ich haben beschlossen, heute mal nicht haarklein auf die Montagen einzugehen. Warum? Weil wir es eigentlich schon 100-mal gemacht haben und wir nicht groß anders fischen heute. Ich fische wieder mit meiner Schlaufenmontage. Die habt ihr schon mal viele Videos von uns gesehen, auch bei Quappenvideos. Wenn ihr da Interesse habt, können wir hier nochmal einen Link in der Beschreibung gucken. Dann könnt ihr euch die Montage gerne nochmal anschauen. In der Beschreibung packen natürlich. Und wir haben erstmal aufgebaut, die Routen soweit. Jetzt werden wir nochmal einen Platz bestimmen, wer wo angelt. Und ich würde sagen, die Köder, die stellen wir aber nochmal vor heute, was wir vorhaben. Nämlich ein bisschen anders, als du letztes Mal beim Quappenangeln gemacht hast, Dome. Und dann würde ich sagen, es wird dunkel und können die Köder auch schon bald raus. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo die Routen heute landen. Da vorne ist der Zusammenlauf. Hier jetzt schön zu sehen vom Wehr das klarere Wasser auf jeden Fall. Und da drüben der Schleusenzugang, wo man schon die schöne Kaffeebrühe da hinten sehen kann. Ich weiß nicht, ob man das noch erkennt jetzt bei dem Licht, wahrscheinlich nicht. Da vorne ist ein kleiner Busch, der eigentlich genau parallel zu diesem Zusammenlauf läuft. Und ich sag mal so 10 Meter davor, da werde ich jetzt den ersten Routenhalter platzieren und die erste Route nachher rausfeuern. Weil ich glaube, hier einfach ist viel Struktur drin, hier vorne ist viel Kraut. Durch den interessanten Zusammenlauf könnte auch hier was gehen. Ja, die zweite habe ich jetzt so 15 Meter neben den ersten platziert. Also ich sag mal genau parallel von dem Zusammenlauf. Und die dritte fische ich genau zwischen Domes Einlauf, den er vorhin erklärt hat, und diesem Zusammenlauf. Das heißt, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Dome ist nachher beim Zusammenlauf mit seinen 2 Routen. Ich habe 3 mit. Ist auch erlaubt hier. Und ja, eigentlich können sie doch da nicht vorbeischwimmen. Gerade richtig verjacht, weil es hat schon gebimmelt. Aber die Routen sind ja noch gar nicht draußen. Das ist eine scheiß Anglerkrankheit, oder? Das Klingeln hört man auch im Bett noch. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Also nach dem Aalangeln oder Quappenangeln, das Bimmeln hört man meistens noch im Bett. Also echt Wahnsinn. Gut, Flo, du hast eine schöne Stelle gefunden. Ich werde mir jetzt auch mal eine suchen. Also, letztes Mal habe ich ja die Theorie mit euch nochmal gemacht. Braucht man nicht nochmal alles durchgehen. Ich habe heute aber einmal ein Anti-Tangle-Bümchen, genau, gefolgt von einem Tiroler Hölzchen. Und bei der anderen habe ich das nicht, obwohl ich letztes Mal sagte, ich fische eigentlich immer mit den Dingern. Warum? Mit dem
Anti-Tengel-Bühmchen und den Tiroler Hölzchen. Werde ich nämlich vorne direkt an der Steinpackung fischen, da brauche ich das Ding. Und die schmeiße ich mal weiter Richtung Mitte, da ist es sandig ausgespült, da brauche ich eigentlich nur so ein Birnblei. Und ich werde mir jetzt auch mal tatsächlich einen Spot suchen. Ja, also eine Rute werde ich auch links neben dem Baum fischen, dort wo Flo seine Ruten auch platziert hat. Und die eine schmeiße ich jetzt hier an den Einlauf, weil ich kann gar nicht anders. Also es ist jetzt nicht direkt der Einlauf, aber der Einlauf mündet jetzt hier einmal in den großen Strom rein, in Anführungsstrichen großen Strom. Und falls man das jetzt hier noch sieht, was ich nicht glaube, hier fließt immer noch so ein bisschen dreckiges Wasser lang. Hier ist dann dieser ausgespülte Uferbereich wieder. Und ich erhoffe mir dann hier immer noch den Effekt des Einlaufes. Und dass die Quappen vielleicht ein bisschen neugierig sind und jetzt hier wirklich Strom aufwärts ziehen in diese braune Wolke rein, weil sie hoffen, dass da Nahrung freigeströmt wird. Und lange Rede, kurzer Sinn, viel Geschwafel. Am Ende werden wir es sehen und wissen. So. Hast du dir ein Teechen gemacht wenigstens? Stein. Ein Teechen? Ja, hast du auch nicht. Ich dachte, du nimmst immer Tee mit. Herforder. Nee, Herforder Tee gibt es jetzt nicht. Kein Herforder Tee? Nee, kein Herforder Tee. Also hier sind Steine. Das ist jetzt nicht so toll. Wo ich ja Steinpackungen immer gut finde bei Quappen. Ja, hier bin ich gut reingekommen. Und das Schöne... ja, ich weiß, bei uns sind viele zweideutige Sprüche immer unterwegs. Ich weiß. Das Schöne an dem Ständer ist, da ich jetzt nicht direkt an der Rute sitze, sondern 5 Meter daneben, also falls mal wirklich hier so eine Rekordquappe einsteigen sollte, was ich nicht glaube, Strom abwärts, die Rute kann nicht weg. Also er würde immer gegen den Haken hier drücken und lass uns loslegen. Also bis 50 cm sicherer Rutenhalter. Ja, alles darüber hinaus wird dann schon knifflig, da reißt du den Ständer um. Also wir haben hier große Quappen, so ist es nicht. Ich habe auch schon mal eine 64er überlisten dürfen, ist aber locker 10 Jahre her. Aber Standardfische sind hier zwischen 35 und 40 cm. Und wenn wir heute eine Ü45er fangen, dann können wir schon doch vielleicht nochmal einen Herforder holen nachher. Da hast du recht. So, wir haben die Stellung gewechselt und wollen uns jetzt einmal nochmal mit den Ködern beschäftigen. Wir machen heute so einen kleinen Mix. Wir haben einmal den klassischen Tauwurm, wo der Dome ja gar nichts von hält. Na. Nee? Die letzten 3 Male nur mit Wurm gefischt. Ja, aber, weil du auch keine Köderfische hattest. Ja, genau. So, und ich aber, muss ich sagen, weil ich auch nie mit Fischfetzen geangelt habe, meistens meine Quappen auf Wurm gefangen habe. Deswegen machen wir heute beides. Wir waren ja los im, wann war das? September, glaube ich, August, Dome. Und haben schöne Rotaugen oder ja, Rotaugenplötzen gestippt. Und haben uns natürlich nicht nehmen lassen, auch ein paar als Köderfische mitzunehmen, einmal für Hecht oder auch für, wie heute, Fischfetzen. Und da werden wir nachher mal ein paar schöne Filets rausschneiden und ich würde sagen, mindestens 2-3 Ruten werden auch mit Fischfetzen oder sogar einem kleinen Cocktail, da sind wir uns noch nicht ganz einig, rausfliegen und hoffen wir mal, dass wir vielleicht so die eine oder andere Quappe noch zum Biss überreden können. Hast du Tauwürmer gekauft oder Rotwürmer? Dendros. Dendros. Junge, Junge, Junge. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen überlegen, was mache ich? Ich habe ja immer gesagt, auf Quappe wegen des Geruchs mache ich immer meine schöne Schaschlik-Methode. Ach ja. Da war ja was. Da war ja was. Ist auch schon wieder lange, lange her. Aber da das letztes Mal auch nicht so gezogen hat, habe ich mir jetzt überlegt, werde ich jetzt einfach mal klassisch, wie ich es beim Aalangeln auch mache, einfach mal aufziehen. Und dann schauen wir mal. Ah, das ist aber echt über. Oder hast du die schon abgekniffen? Ist ja eine gute Portionsgröße für eine Quappe. Für meine Quappen aber nicht. Nee? So, da gehe ich hier einfach beim dicken Ende in den Wurm rein. Fädel das Ganze hier so gut es geht mit auf. Geht nämlich gar nicht. Ist auch gut. So. Ja. Zieh dann ein bisschen nach hier hinten. Und so ist das Ganze schön auf meinem Hakenschenkel und Vorfach aufgefädelt. Jetzt kneife ich hier vorne noch ein kleines Stück ab, damit einfach ein bisschen Geruch freigesetzt wird. Aber für den Geruch, da kennt ihr mich, da nehme ich immer noch meinen Speziallockstoff. Ich wusste doch, dass du es heute rausholst. Habe ich einfach Vertrauen drin. Ja. Und ob es Aalangeln ist oder Quappenangeln, da werde ich nicht drauf verzichten. Und bislang hat es auch immer funktioniert. Von daher ist vielleicht so eine Macke von mir. Ich glaube daran und von daher wird das jetzt gleich auch noch aufgemacht. Und nein, die Rute ist noch nicht im Wasser. Das Klingeln ist, ich hatte auch schon eben, wollte eben schon Fisch rein. Wolltest schon anhauen? Ja, genau. Nein, ist es nicht. So, Stück abgekniffen, Spray ran und Rute raus. So, Köder ist scharf. Und jetzt wird's ernst. Die erste Rute soll raus. Und viele von euch haben sich ja gefragt, wo kann man denn oder wo sollte man am besten in welchem Bereich auf Quappen angeln in so einem Fluss. Ihr seht es ja hier bei uns, bei dem Abschnitt hier der Aller,
lass mich lügen, die Aller ist vielleicht so 30, 40 Meter breit maximal. Und da bin ich ein Freund, immer ufernah zu fischen, wie beim Aalangeln auch. Weil ich der Meinung bin, die Quappen oder Aale ziehen am Ufer lang, um da die meiste Nahrung zu finden. Viele angeln aber auch im Hauptstrom, gerade auch in den größeren Flüssen. Ich schwöre auf die ufernahen Bereiche, aber wie gesagt, es gab da auch viele Erfolge schon mitten im Hauptstrom. Und ich würde sagen, den ersten bringen wir einfach mal raus. Auch nicht zu dicht, weil wir hier sehr viel Kraut haben und auch Dreck drin. Das heißt, Hängergefahr ist auch immer gegeben und deswegen, ich würde mal sagen, so 3-4 Meter muss er schon raus. Absinken lassen. Stramm ziehen und dann war es das schon mit der ersten Rute. Hupsala. Boah, Flo, da haben wir aber wirklich damals schöne Plötzen gefangen, ne? Schaut mal, also richtig schöne Tierchen. Da kannst du richtig geil deadbaiten mit. Traumhaft. Wollten wir auch noch machen, machen wir vielleicht auch noch. Die Zeit kommt ja jetzt erst, wenn der Hecht zum Sammler wird und nicht zum Jäger, ne? Da schneide ich mir jetzt ein paar Fetzen raus. Einfach jetzt hier ganz stumpf. Wir wollen die jetzt ja nicht sauber filetieren, wie so ein Zander. Ich mache mal hier so längliche Streifen. Die flackern dann schön oder flattern schön unter Wasser. Ich mache gleich ein paar mehr, aber dass ihr es einmal seht. So angel ich dann immer mit dem Fetzen. Das ist hier so ein schönes Stückchen. Und da mache ich jetzt auch nichts weiter mit, als die jetzt tatsächlich hier einmal außen einzupieksen. Ne? Schön die Schuppen noch dran lassen, dass das so ein bisschen hart ist und ein bisschen Widerstand ist. Und da setze ich jetzt so ein kleines Stückchen Wurm mit vor. Das ist so mein Baitholder quasi, also mein Stopper, dass der Fetzen da nicht runterrutscht. Und so flackert das dann gleich schön auf den Grund. Ich habe mein Vorfach hier wieder schön eingekürzt auf 20-25 cm, dass die Quappe nicht viel Spielraum hat und ich den Biss gleich sofort merke. Quappe, wisst ihr ja selber, legt sich auch gerne mal ab und dann macht gar nichts. Oder wir haben Abende, wo es dann richtig scheppert in der Route. Und das muss man jetzt erstmal herausfinden. Und ja, wie gesagt, mit der Strömung flattert der so richtig schön über Grund, riecht natürlich schön und spricht eventuell auch nochmal einen Räuber an wie so ein Zander. Ja, das ist jetzt meine Methode. Raus damit, oder? Ja, es hat gerade einmal richtig laut gebimmelt. Der erste Biss oder der erste Anfasser auf Köderfischfetzen oder allgemein auf Fetzen. Und das kann halt so typisch Quappe sein. Also die muss nicht immer richtig abbimmeln wie so ein Aal. Manchmal bimmelt es einmal und dann merkt ihr erst beim Köder kontrollieren, dass eine Quappe dran hängt. Und um das zu umgehen natürlich, werde ich jetzt kontrollieren. Entweder es hängt eine oder halt nicht. Aber ich weiß dann zumindest, dass meine Route noch scharf ist. Aber es ist schon mal ein positives Zeichen. Also haben es jetzt hier 5:30. Wenn es dann zumindest schon mal gebimmelt hat, stimmt uns positiv, oder Flo? Sehe ich auch so. Ich bin gespannt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er jetzt eine dranhängt. Ich auch nicht. Aber man muss es ja zumindest kontrollieren, ne? Ja, Dreck ist jetzt auch nicht so viel in der Schnur, das ist gut. Und der Fetzen hängt noch dran und auch das Würmchen ist noch dran. Also das fliegt jetzt genauso raus, wie es jetzt ist. Und vielleicht kommt da noch mal was. Kann natürlich auch ein Stück Ast gewesen sein, der da reingetrieben ist. Das weiß man ja nie, aber deswegen ja kontrollieren. Ich habe letztens, hatte mir jemand geschrieben auf Instagram, glaube ich, der war auch hier angeln, witzigerweise. Der hat 3 Quappen gefangen, hat aber 3-mal keinen Biss gehabt. Also immer beim Kontrollieren die Quappe dran gehabt. Von daher, wir wissen schon mal, in welche Richtung es gehen kann. War auf jeden Fall ein paar Mal am Zuppeln, ne? Klang zumindest nach dem ersten richtigen Biss heute, ne? Also richtigen Biss. Wippt auch noch immer hin und her. Ja, ne? Ich glaube, ob ich da ranzoomen kann. Ja, das ist ein Biss. Ich warte auch nicht länger. Hängt? Nö. Gar nicht? Warte nicht. Oh nein! Ich merke nichts. Aber war auf jeden Fall Biss. Da hängt doch was. Bin mir nicht ganz sicher. Na sicher! Nee, nee, doch nicht. Nee, doch, nee. Der Wurm lang gezogen. Ich dachte, also, was kommt denn da? Sind wir uns einig, es war Fisch, ne? Das war auf jeden Fall Fisch. Du hast gerade erst rausgeschmissen. Ja. Ja, geil. Immerhin Bisse, ne? Ja, dann gleich wieder raus damit, was? Verflucht. Ja, neu machen, weiter geht's. Hä? Hängt sie? Ja. Flo? Die hängt. Die hängt. Oh, eine schöne. Nee, ja, egal. Die wollen wir haben. Warte,
nicht aus dem Kraut raus. Ja, ah, doch keine schöne. Aber Quappe! Flo! Geil! Oh, ich fall rein, ich fall rein! Komm, gib her den Fisch. Alles gut. Ja Leute, endlich der Zielfisch, die Quappe Nummer 1. Leider noch nicht maßig und nicht die größte ihrer Art, aber man kann deutlich dieses schöne Leopardenmuster erkennen. Wunderschöne Fische und ja, die versorgen wir jetzt schnell. Die darf weiter schwimmen und groß werden. Und ja, der Plan ist aufgegangen. Flo, was machst du hier? Tauwurm. Hä? Tauwurm, Dominik. Du hast doch gerade erst den Fisch zurückgelassen. Und es bimmelt schon wieder. Ja, ist ein Biss. Definitiv. Ich fass es nicht. Dann los, hol dir den zweiten. Und? Ich glaube, er sitzt. Sitzt? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Auch wieder so ein Riese. Egal. Die Glocke ist schon mal ab. Wir stehen in der Quappe. Definitiv Fisch. Ja? Ja. Na gut, dann geh ich mal runter. Jawohl, die ist doch schon besser. Ey, da macht mich hier fertig. Eine Quappe nach dem anderen hier. Geil, Omar! Flo, Alter! Geil. Geil! Hammer! Ja, Leute, schaut mal hier. Das ist auch so ein Problem beim Quappenangeln. Hier geht's noch. Hier kommt man noch relativ gut an den Haken dran. Aber die Quappen schlucken natürlich, weil man auch den Biss nicht immer gleich mitkriegt, extrem tief. Das bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, wenn sie untermaßig sind, das Vorfach, wie man es vom Aalangeln kennt, abzuschneiden. Die können wir noch gut lösen. Auch nicht maßig, aber noch ein bisschen anderes Muster als die erste eben. Total schick und wunderschöne Fische. Ich würde sagen, quälen wir sie nicht länger. Schauen wir uns noch einmal an. Sehr schön, Flo. Genießen. Zwei auf einen Schlag, ne? Wahnsinn, ne? Innerhalb von 5 Minuten jetzt. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Und weißt du, was du noch gesagt hast? Zwei Stück. Ich blende dir die Zuschauer mal ein. Na komm, versorgen wir sie schnell. Auf geht's. Also ich sag dir, wie es ist. Jetzt habe ich sie berührt. Und heute fange ich 2 Stück. Gott? Ihr habt's gehört. Dein Wort in Gottes Ohr? Ja. Florian, deswegen bist du der Sheriff. Weißt du das? Deswegen bin ich der Sheriff. Ja, ich würde sagen, heute hat im Moment der Tauwurm die Nase vorn. Ist ganz komisch bei Quappen. Es gibt Tage, da fängt Tauwurm gar nichts. Da ist Fetzen einfach besser. Da fängt man wirklich nur mit Fetzen. Und heute scheint es mal genau andersrum zu sein. Aber deswegen ist es auch gut, dass wir beide Varianten draußen haben und beides ausprobieren und ja, mal schauen. War der dritte Biss, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten? Richtig. Und deswegen machen wir jetzt ganz schnell die Ruten wieder scharf, weil wenn wir gerade eine Beißphase erwischt haben und hier noch die ein oder andere Quappe sich aufhält, vielleicht auch mal eine bessere, dann wollen wir die natürlich auch gerne mitnehmen. Und von daher frischer Haken ran, ganz wichtig. Würmer ran, Spray ran. Warm mit Aalspray? Warm mit Aalspray. Hey, das ist ja gar nicht. Du und dein Spray, ehrlich. Ich und mein Spray. Ob es daran gelegen hat, ich weiß es nicht. Kopfsache, ne? Viel ist Kopfsache, genau. Ich aber weiß, woran es gelegen hat. Ja, an der Banane muss es gelegen. Genau. Das ist so. Ja, Flo. Absoluter Wahnsinn. Dann gehen wir mit dir mal wieder los und dann mit Ansage 2 Quappen gefangen, ne? Richtig cool. Also Leute, es ist absoluter Wahnsinn. Es sind keine maßigen Fische gewesen. Wir freuen uns trotzdem wie so kleine Jungs, weil wir saßen jetzt so oft draußen, auch speziell ich die letzten 3 Male gar nichts. Und jetzt bis 19:30 ging wieder überhaupt gar nichts. Und dann dachten wir schon, ey, das kann es doch wirklich nicht sein. Und dann auf einmal ging so ein richtiges Beißfenster auf. Also wir hatten innerhalb von einer Viertelstunde 3 verschiedene Routen, die gebimmelt haben. Einen Biss konnten wir nicht verwerten, dann jetzt die 2 Quappen, die er fangen konnte. Also es war ein schlagartiges Beißfenster auf einmal offen und das auch relativ spät. Oft geht es so zwischen 18 und 19 Uhr los. Hier geht es jetzt heute ab 19:30 so richtig los. Und jetzt bin ich echt zuversichtlich, dass wir vielleicht noch eine fangen und vielleicht auch mal eine etwas größere. Ja, man sieht es, auf Tauwurm steigen die Kleinen immer mal gerne ein. Mit Fischfetzen kann man schon ein bisschen selektiver fischen. Also man fängt auch mal eine große auf Wurm, so ist es nicht. Aber diese ganz Kleinen kriegt man halt auch speziell mit Tauwurm. Also wer ganz selektiv fischen möchte und einfach mal eine richtig große erwischen möchte, der sollte nur mit Köderfisch angeln oder mit Fetzen, der wird dann wahrscheinlich keine kleinen erwischen. Ja, aber jetzt wollten wir einfach mal 2 Quappen hier fangen und euch mal eine schöne Quappe präsentieren und dann, oh, Flo, also innerhalb von 2 Minuten, wir haben die eine gerade zurückgesetzt und dann ging die andere Route schon wieder ab. Richtig cool, ich freue mich für dich wirklich. Und vielleicht kriege ich jetzt auch noch eine, wenn Flo mir noch eine gönnt. Wie sieht's aus? Ich habe zwar keine Banane für dich mitgebracht, Dome, aber ich gönne dir auf jeden Fall auch eine und auch 2, so ist das nicht. Und aber warte mal, die Banane hast du noch nicht gegessen. Darf ich sie mir noch schnell aus dem Auto holen? Jetzt kannst du sie noch anfassen. Soll ich sie lieber noch mal anfassen? Ich glaube, besser ist. Ich hole mir noch eine Banane. Die Banane bringt nämlich doch Glück. Ja, Flo, ganz schön ungewohnt, oder? Ich hier hinten, du musst jetzt was sagen. Aber geil, oder? War ein geiler Abend, oder? Ja, dass ich von den vielen Drillen heute noch die Kamera halten kann, bin ich beeindruckt. Nein, natürlich nur Spaß. Ja, war sehr erfolgreich. 2 Quappen, keine Riesen, aber das muss es auch nicht immer sein, ne? Also allein dieses Muster, was man bei den Quappen hier sieht,
einfach immer faszinierend. Wirklich ganz, ganz tolle Fische. Und wir sind auch sicher, dass es demnächst mal wieder mit einer maßigen klappt. Ja, wir haben heute so ein bisschen den Vergleich gemacht. Köderfisch und Tauwurm. Heute war es mal der Tauwurm. Heute war es der Tauwurm. Die Fischfetzen wurden ignoriert. Und auch das Beißfenster war für uns wirklich mal was Neues. Denn eigentlich geht es hier im Allerleinetal sehr früh los. Und jetzt ging es echt extrem spät los und danach ging schlagartig auch gar nichts mehr. Also wir packen jetzt ein, kurz nach 9 oder 9:30 haben wir es jetzt. 9:30 schon fast. Also auch wir haben wieder dazugelernt, aber trotzdem, ich bin mega happy, auch wenn ich jetzt hier heute als Schneider nach Hause gehe. A, dass du welche gefangen hast, kommst ja nicht so oft raus momentan. Wird sich hoffentlich bald wieder ändern, aber sagen wir immer. Das stimmt. Und B, fürs Video, einfach richtig toll. Wir haben lange jetzt für Acker müssen, für eine Quappe und jetzt sind zwei gleich gekommen. Keine Riesen, aber Schönheiten, richtig. Das ist ganz wichtig. Ja, Flo. Ja, und ich würde sagen, das war ja auch nicht der letzte Quappenansitz dieses Jahr. Es wird mit Sicherheit noch was kommen an Videos, wenn wir den Erfolg haben. Ja, und bleibt gespannt. Vielleicht kommt ja noch mal eine etwas größere oder eine maßige mal. Würden wir uns ja auch mal drüber freuen. Genau, ne? Und vielleicht auch mal wieder ein Catch and Cook. Genau. Who knows? Alles Who knows. Klar, Leute. War richtig in dem cool. Sinne. Nächste Woche wieder einschalten und Kanal abonnieren. Genau. Ciao, ciao. Bis ciao. Zum nächsten Mal. Ja, noch mal ein kleiner Abschlussfisch. Ein schöner Kaulbarsch. Immer ein Zeichen für gute Wasserqualität. Die wir hier haben in der Aller. Ja, sehr tief geschluckt. Ich hoffe, ich kann ihn noch befreien. Nochmal eine zweite Fischart. Aber ziemlich typisch beim Quappenangeln. Das ist immer ja, einer der Beifänge, die mit dann nochmal so kommen. Vielleicht auch mal ein Döbel, aber meistens sind es die Kaulis. Ne? Wir wollen ihn nicht länger quälen. Und jetzt aber wirklich tschüss. Bis zum nächsten Mal.